US-Vizepräsident Biden ist zu Gesprächen in die Türkei gereist. Zentrales Thema dürfte dabei der Auslieferungsantrag für den islamischen Prediger Gülen sein, den Ankara gestellt hat. Unterdessen hat das türkische Militär eine Großoffensive in Nordsyrien gestartet, unterstützt von Kampfjets der US-geführten Koalition. Dieser Einsatz zielt nicht nur auf den IS, sondern auch auf kurdische Milizen. Türkische Panzer beschießen Stellungen der Terrormiliz IS, sind auf syrisches Gebiet nahe Jarablus vorgerückt. Es ist eine Großoffensive der türkischen Armee, gemeinsam mit Einheiten der Freien Syrischen Armee, die auch von den USA unterstützt werden. Die türkische Regierung hatte schon vergangenes Wochenende angekündigt, sich stärker im Syrien-Konflikt engagieren zu wollen. Heute Morgen gegen 4 Uhr startete unsere Armee eine Militäroperation gegen die Terrororganisation IS und gegen die Milizen syrischer Kurden, die die Sicherheit unseres Landes gefährden. Dass Präsident Erdogan erneut die Terrororganisation IS gleichstellte mit den Milizen der syrischen Kurden, die Verbündete der USA sind, dürfte für Zündstoff sorgen beim Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden, der heute Vormittag in Ankara eintraf. Weiteres kontroverses Thema beim Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim ist der Auslieferungsantrag der Türkei für Fethullah Gülen, den islamischen Kleriker, der im Exil in den USA lebt. Die türkische Regierung beschuldigt ihn als Drahtzieher des Putschversuches Mitte Juli. Das US-Außenministerium erklärte, dass über die Auslieferung nicht der US-Präsident, sondern amerikanische Gerichte entscheiden würden.